oaad.de. One of a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Chrissy und hallo und willkommen zur neuen One Up A Day Folge mit einer iOS-App, der App Yuri. Das ist ein Spiel, das gab es neulich irgendwann mal kostenlos, habe ich runtergeladen, jetzt kostet es wieder 3,49 €, aber ich muss sagen, alleine wegen der schönen Grafik und dem schönen Sound, definitive Download- und Kaufempfehlung. Die App, das Spiel, heißt wie gesagt Yuri, Universal App, iMessage-App, 3,49 €, teuer, Versionsnummer 2.0 liegt vor, 231 MB, Groß, Deutsch, Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden, erfordert mindestens iOS 9.2 oder neuer, kompatibel ab dem iPhone 5S, ab dem iPad Air, ab dem iPad Mini 3, ab dem iPod Touch 6. Generation. Apple TV App, ja. Hat bei 12 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4 Sternen. Und ich lese euch die Beschreibung vor, die ist teilweise so schön. Unterstützung gibt es übrigens auch für MFI-Controller. Hätte ich so einen Controller, würde ich das damit spielen. Ich habe keinen Controller, spiele ich es also nicht damit. Ganz einfach. Ein entzückender, handgezeichneter Plattformer mit einem außergewöhnlichen Soundtrack. Yuri ist die perfekte Wahl für alle, die dieses Wochenende in eine andere Welt eintauchen wollen. Das ist überhaupt nicht die Beschreibung, das ist eine Bewertung von MacStories.net. Also, kommen wir endlich zur Beschreibung. Yuri ist ein kunstvoller Plattformer mit schnellem Gameplay. Es ist Nacht. Yuri wacht in einem seltsamen Wald auf, der von riesigen Pflanzen und geheimnisvollen Kreaturen bevölkert ist. Begleiten Sie ihn auf seiner Reise und stellen Sie Ihr Können unter Beweis, um die vielen Gefahren dieser fantastischen und unerforschten Welt zu überwinden. Suchen Sie in 10 umfangreichen Levels nach Geheimgängen und bahnen Sie sich Ihren Weg bis zum Mittelpunkt der Erde. Yuri bietet unterhaltsames Gameplay mit einer guten Portion Nervenkitzel und entführt die Spieler in eine filigrane, traumhafte Welt. Features: wunderschöne handgezeichnete Illustrationen, 10 lange Levels, intuitive Steuerung, physikbasierte Spielmechanik, Game Center Erfolge, Originalmusik und Soundeffekte, Universalkäufe, iOS und Apple TV, Sticker Pack, weitere Levels folgen, wir arbeiten daran. Ihr steuert. Habt ihr keinen Controller mit virtuellen Knöpfen links, rechts und einen Button zum Springen? Das Ganze ist, Steuerung ist wirklich sehr intuitiv. Manchmal ist es ganz schön schwer, über Hindernisse zu kommen oder zu verhindern, dass ihr in den Abgrund stürzt. Teilweise finde ich tatsächlich die Grafik recht unheimlich sogar. Sound ist immer nett und das ist wirklich ein Spiel, wo ich sagen würde, dafür kann man 3,49 €, dafür könnte man sogar 7,99 € einwandfrei ausgeben. Mir persönlich macht das großen Spaß. Ich würde mir nur ein größeres Display wünschen als mein iPhone 6 dafür. Vielleicht so ein iPhone Plus, also 5,5 Zoll oder auf dem iPad, aber mein iPad ist zu alt dafür. Naja gut, so spiele ich es auf dem iPhone 6. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.